Seid mir gegrüßt, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Oh, komischer Zeitungsausschnitte. Was auch immer das bedeuten mag. Das Spiel heißt, ich hab's vergessen, ich hoffe, wir kriegen gleich den Namen eingeblendet. Auf jeden Fall eine Demo eines Indie-Horror-Games, die relativ kurz sein soll. Und schauen wir mal rein. Das sieht schon mal richtig cool aus, muss ich sagen. Schöner Look. Disorder, genau, danke. Disorder heißt das Spiel. Ja, Demo gibt's kostenlos, Link in der Videobeschreibung. Und ich habe gesehen und auch gelesen, das Spiel, oder zumindest die Demo, spielt größtenteils auf dem Klo. Deswegen wundert mich jetzt hier dieser Look draußen an der verschneite Gegend. Metro. Okay, tatsächlich, wir sind auf dem Klo. Und, okay, können wir uns auch umdrehen? Hä? Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Hallo? Wer ist da? Ich bin die Polizei. Ich bin hier, um zu helfen. Okay. Blaues Licht. Kann ich mich... Ach. Hä? Oh Gott, was ist das für eine komische Steuerung? Wir können nur vorwärts und rückwärts laufen. Und mit A drehen wir uns nach links und mit D nach rechts. Also die Maus, mit der Maus können wir das gar nicht steuern. Das ist ja mal die bescheuertste... Das ist die bescheuertste Steuerung ever. Entweder ist was falsch eingestellt hier bei mir oder... Aber man konnte ja nichts einstellen. Strange. Okay. Warum macht man denn so eine Steuerung? Und mein Mauszeiger ist auch im Bild. Alter! Technische Probleme. Ja... Ich kann auch nicht nach unten gucken. Oder geht das mit Pfeiltasten? Geht nix. Ich probiere mal ein bisschen durch. Aber ich kann mich nur nach links und rechts drehen. Wahrscheinlich habe ich Ischias hier. Kann meinen Kopf nicht mehr nach unten bewegen. Tja, hier ist eine Klotür zu. Oh. Was? Okay. Okay, irgendein Geräusch aus dem Papier, aus dem Mülleimer. Was ist denn das für eine blöde Steuerung? Warum kann ich dann nicht nach unten gucken? Alter, ist das schlecht. Press E, check, bin. Okay. Was zur Hölle ist das? Ja, eine Mülltonne. It's a... Picture of me. Kann ich gehen? Nee. Was soll denn das sein? Riesendildo. Hey Jeremy, mind getting the lights? What the fuck? Yeah, need something with any luck. Ich weiß gerade nicht, ob ich das hier träume oder wirklich spiele, dieses komische. Ich bin hier im Klo eingesperrt mit einem Riesendildo, der mit mir redet. Und es ist alles sehr seltsam. Ein Spiegelbild habe ich auch nicht, natürlich. Aha! Hallo? Hallo? Wer ist da? What the fuck is going on? Ja, das frage ich mich auch seit ein paar Minuten. Where the fuck is the door? Da ist doch die Tür, heul doch rum, du. Disorder, genau. Hier wird nochmal der Name des Spiels genannt, falls ich ihn wieder vergessen sollte. So, die kann ich nicht mehr öffnen. Wieso kann ich mich nicht umdrehen? Warum ist die Steuerung so scheiße? Das ist ja grauenhaft. Warum ist hier ein Graffiti an der Wand? Was steht da? Da steht... Genau. Ah, wir können die Tür endlich öffnen. Immerhin. Wieso drehen wir uns jetzt um? Was kommt jetzt hier hinter... Ne, wir können... Da stand doch gerade... Okay, lässt sich nicht öffnen, die Tür. Na gut. Beware. Was ist denn jetzt schon wieder? What the fuck? Okay, immerhin ist der Riesendildo verschwunden. Der hat mich noch am meisten verstört. Okay. Jetzt kommt der Scheißhausgeist. It's still lit.
Who's there? Show yourself! Warum klingelt hier ein Telefon auf dem Klo? Klingelt hier die Kloschüssel? Hallo? Wo ist das? Ach, Tür ist weg! Amen! So, jetzt, Achtung, jetzt meldet sich hier gleich Guido Kanz, hä? Versteckte Kamera. Hallo? Jemand da? Please, Gott, ja, ich muss hier raus, ja. Aber hier steht ja 25 Cent pro Gespräch und wir haben kein Kleingeld dabei. Weil wir alles für die Toilettenbenutzung ausgegeben haben. Haha. Ja. Alter, was eine Sch... Hm? Jetzt? 1989? Okay, fiel die Mauer. Police Detective? Dan Norton was... Okay, ein Polizeiinspektor wurde beschuldigt, 10 Leute umgebracht zu haben. 3 davon waren Kinder. Er ist aus dem Gefängnis geflohen. Im Dezember 2015. Developed by Kando Corp. Ach so, das... Was zur Hölle? Was ist das für ein Scheißdreck? Was ist das jetzt? Fertig? Tatsächlich, es geht von vorne los. Wieso sind wir im Klo, sprechen mit einem Riesendildo, gehen an ein klingelndes Telefon, wo keiner dran ist, gehen eine Treppe hoch und dann sagt er uns, dass 1989 jemand, ein Polizeibeamter 10 Leute umgebracht hat. Was denkt man sich dabei? Was ist das für ein Scheiß? Warum sieht man hier eine Straße mit einem Auto? Was für Drogen haben die genommen? Wie kann man eine Demo schon so verhunzen? Vor allem die Steuerung. Also das ist... Werde ich sauer langsam. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Jetzt geht's einfach von vorne los. Spitze. Also... Das ist mal ein Spiel, da weiß man wenigstens nach der Demo, man wird es nie wieder anrühren. Selbst wenn die Vollversion kostenlos sein sollte. Die Steuerung ist scheiße. Wir können nichts mit der Maus machen. Es ist, man fragt sich nur, was ist denn das für ein Müll? Warum ist man im Klo und erfährt dann von irgendeinem Polizist, der 1989 zum Massenmörder wurde? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte nur gern was von den Drogen, die die Entwickler genommen haben. Muss ein ziemlich cooles Feeling sein. So, jetzt mache ich Schluss. Bin jetzt sauer. Dieses Scheißspiel? Nein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.